Lernen und Verstehen befähigen den Menschen, immer neue Situationen zu meistern. Diese Flexibilität auch Maschinen einzuhauchen, mit diesem Ziel werden am Bielefelder Exzellenzcluster Cognitive Interaction Technology, kurz CITEC, kognitive Prozesse erforscht. Uns geht es um die Verwirklichung kognitiver Interaktionstechnologie, die sich an den Menschen anpasst, anstatt umgekehrt. Dazu verbinden wir Methoden und Ansätze aus den Geistes- und Naturwissenschaften mit Informatik und Ingenieursansätzen. Der Spracherwerb bei Kindern ist beispielhaft dafür, wie in Bielefeld menschliches Lernen Modell steht für die Entwicklung von kognitiver Interaktionstechnologie. Guck mal, Elkab. Becher aufeinander stellen. So. Wenn wir es schaffen, dass Roboter mehr oder weniger auch Bezugspersonen bekommen, von denen sie auch dementsprechende Hilfestellung bekommen, dann ist die Idee, dass sie dann dadurch schneller und besser lernen können. Zu erfolgreicher Kommunikation gehört mehr als das bloße Verstehen von Wörtern und Sätzen. Die nichtsprachlichen Aspekte von Kommunikation haben einen entscheidenden Anteil am gegenseitigen Verständnis. So kann schon eine einfache Blickbewegung einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus schaffen. Hallo. Ebenso senden wir Menschen während der Kommunikation permanent Signale aus, die vermitteln, ob und wie wir das Gesagte verstanden haben. Nichtsprachliche Signale, die Aufschluss über unsere Stimmung oder auch unsere Gesprächsbereitschaft geben. Tschüss, bis später. Hallo, ich bin Max. Nicht für alle Aufgaben wird ein Roboter aus Metall und Kunststoff benötigt. Hallo Alexa, schön, dass du mal vorbeischaust. Lass uns plaudern. Virtuelle Agenten sind für viele Auskünfte an den Menschen perfekt qualifiziert und dazu viel pflegeleichter als ihre schwergewichtigen realen Kollegen. CITEC ist der Bielefelder Exzellenzcluster und existiert seit November 2007. Darüber hinaus sind sie höchst flexibel, variierbare Partner, um etwa die Wirkung von Mimik und Gestik in der Kommunikation zu erforschen. Ja, Max kann zum einen Informationen liefern, das heißt, man kann ihn über die Uni Bielefeld ausfragen, über unsere Arbeitsgruppe ausfragen und er liefert die Informationen. Darüber hinaus hat er zum Beispiel auch ein Emotionssystem, das heißt, durch positive Eingaben kann man ihn glücklich stimmen. Man kann ihn aber auch verärgern, wenn man halt böse Wörter sagt. Zum Beispiel kann ich ihm jetzt einfach mal eingeben, Honigkuchenpferd, das mag er gar nicht. So eine Unverschämtheit. Das muss ich mir da wohl nicht bieten lassen. Man sieht, er wurde richtig böse und geht aus dem Bild und hat jetzt einfach keine Lust mehr, mit mir zu reden. Please follow me. In der Service-Robotik, zum Beispiel beim Empfang von Gästen oder dem Herbeiholen von Gegenständen, ist Mobilität hingegen unerlässlich. Autonome Navigation, also Hindernisse erkennen und vermeiden oder auch Orte merken und wiederfinden, kann der Roboter Byron schon. I'm turning your life. Vieles, was Roboter heute noch nicht zu leisten vermögen, löst die Natur auf erstaunlich effiziente Weise und liefert damit Vorbilder für technische Innovation. Navigation und Koordination zwischen Bienen zeigen, wie die Natur das Zusammenspiel von Sensorik und Motorik auf wirkungsvolle Weise organisiert. Denn gerade komplexe Bewegungen sind ohne Sensorik nicht möglich. Selbst im schnellsten Flug setzen Bienen ihre Wahrnehmung in Bewegungsmuster um. Eines der vielseitigsten und sensibelsten Werkzeuge überhaupt halten wir buchstäblich in unseren Händen. Unsere Hände finden auf immer neue Anforderungen die passende Lösung. Vom festen Zupacken bis zum filigranen Manipulieren. Dieses Fingerspitzengefühl und somit manuelle Intelligenz ist ein wichtiger Baustein kognitiver Interaktionstechnologie. Wichtige Aufschlüsse über das Repertoire sensomotorischer Reflexe und die Steuerung von Bewegungsmustern im Gehirn bietet den Bielefelder Wissenschaftlern der Blick ins Gehirn der Fliege. Der Versuchsaufbau gibt vor, welche Eindrücke die Fliege wahrnimmt und danach ihren Flug steuert. Beim Menschen hängt die Koordination von Bewegungsabläufen, wie etwa beim Joggen, Laufen oder auch Tanzen, mit der Detailgenauigkeit der mentalen Repräsentation dieser Bewegungsabläufe zusammen. Zu verstehen, wie solche Repräsentationen aufgebaut und organisiert sind, hilft den Wissenschaftlern, auch Robotern mehr Bewegungsgeschick zu verleihen. Wir wollen Systeme bauen, die auf uns Menschen gut achten, die uns
im Idealfall unsere Wünsche von den Augen ablesen. Sicherlich, das ist kein Forschungsprogramm für 3, nicht für 5, vielleicht auch nicht für 10 Jahre, aber es ist eine langfristige Vision. Und auf diese Vision hin wollen wir kognitive Interaktionstechnologie entwickeln. Um die nächste Generation von Wissenschaftlern auf den Weg zu diesem Ziel vorzubereiten, bietet die Graduiertenschule des SciTech eine forschungsnahe Ausbildung in diesem interdisziplinären wie internationalen Umfeld.